Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Buden. Peppa und Schorsch sind in Oma und Opa Wutz Garten. Sie wollen im Baumhaus spielen. Peppa und Schorsch lieben ihr Baumhaus. Da kommen die Freunde von Peppa und Schorsch. Zoe, Luzi, Luisa und Linus. Ich mag euer Baumhaus, Peppa. Dürfen wir reinkommen? Ja! Jetzt können wir Teekränzchen spielen. Da sind Klausi und Pedro. Nee. Hallo, Peppa. Dürfen wir reinkommen? Tut mir leid, Klausi. Nur Mädchen dürfen ins Baumhaus. Jungs sind uns ein bisschen zu laut. Und immer stören sie die Teekränzchen. Aber Schorsch und Lino sind Jungs. Oh, ja. Tut mir leid, Schorsch. Dieses Baumhaus ist nur für Mädchen. Was ist los? Die Mädchen lassen uns nicht in ihr Baumhaus. Das ist nicht fair. Hoho, ich denke, ich kann euch helfen. Kommt mal mit. Jetzt machen wir uns ein schönes und ruhiges Teekränzchen. Was ist das für ein Krach? Fertig. Jetzt habt ihr Jungs eure eigene Bude. Mit einer eigenen Zugbrücke. Eine Burg! Danke, Opa Wutz. Dürfen wir reinkommen? Nein, das ist eine Jungsbude und nur für Jungs. Aber ich liebe Burgen. Burgen sind nicht so gut wie Baumhäuser. Kommt, Mädels. Ich bin der König der Burg. Jede Burg braucht eine Flagge. Toll! Sie haben eine Flagge. Wir brauchen keine doofe Flagge. Da kommt Oma Wutz. Hallo Mädchen, braucht ihr noch irgendwas? Eine Flagge bitte. Aber sie muss besser sein als die Jungsflagge. Ich schau mal, was ich tun kann. Ich bin der König der Burg. Hoho! Jede Burg braucht auch ein Telefon. Halt das mal. Haltet die Schnur schön straff. Dann könnt ihr mit den Jungs sprechen. Wir wollen nicht mit den Jungs sprechen. Und wir wollen nicht mit den Mädchen sprechen. Oma Wutz hat eine Flagge für die Mädchenbude gefunden. Dieses Kleid ist eine gute Flagge. Danke, Oma. Sie ist aber nicht so gut wie die von den Jungs. Ich wünschte, wir könnten in die Burg. Märchenprinzessinnen leben in Burgen. Wenn ich eine Märchenprinzessin wäre, dann würde ich im Baumhaus leben. Können wir rüberkommen? Bitte. Nur wenn ihr sagt, dass die Burg besser ist. Sie ist besser. Ich bleibe in meinem Baumhaus. Ich mag die Burg lieber. Oh je, es regnet und die Burg hat kein Dach. Wir gehen ins Baumhaus. Nein, ich verlasse meine Burg niemals. Es hat aufgehört zu regnen. Schorsch hat eine Matschepfütze entdeckt. Das macht Spaß. Ich bleibe in meiner Burg. Ich bleibe in meinem Baumhaus. Hoho! Ich passe auf deine Burg auf, Klausi. Ich passe auf dein Baumhaus auf, Peppa. Peppa und Klausi lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen, ob Junge oder Mädchen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz.
Gummischweinchen. Peppa und Schorsch besuchen ihre Cousine Chloe. Heute seht ihr nicht nur Chloe, sondern auch euren neuen Cousin. Oh. Peppa und ihre Familie sind bei Chloe zu Hause angekommen. Hallo! Hallo zusammen! Hallo Peppa und Schorsch! Das ist Chloe, die große Cousine von Peppa und Schorsch. Aber wo ist unser neuer Cousin? Hier ist euer neuer Baby-Cousin. Oh! Der neue Cousin ist ein winziges Babyschweinchen. Wie zauberhaft. Ist es ein Babymädchen? Nein, es ist ein Junge. Oh, ich wünschte, es wäre ein Mädchen. Ich auch. Schorsch freut sich, dass das Baby ein Junge ist. Sausia. Ich glaube, das Baby ist zu klein, um mit Sauriern zu spielen. Schorsch, das Baby möchte nicht mit dir spielen. Es möchte mit mir spielen. Peppa, das Baby ist viel zu klein, um Ball zu spielen. Aber wenn es nicht mit einem Saurier oder einem Ball spielen kann, was kann es denn dann? Es isst und es schläft. Und macht sowas. Tante Wutz, darf ich das Baby mal halten? Ja, wenn du ganz vorsichtig bist, darfst du Alexander mal halten. Alexander? Ja, so heißt er. Baby Alexander. Was für ein großer Name für so ein kleines Baby. Es ist ganz niedlich, obwohl es ein Junge ist. Oh, was riecht hier so? Vielleicht muss Alexanders Windel gewechselt werden. Wie ekelhaft. Peppa, als Baby hast du auch Windeln getragen. Hab ich nicht. Mama, darf ich mit Peppa und Schorsch im Garten spielen? Ja. Chloe, ist es schön, einen Babybruder zu haben? Ja, Alexander ist sehr süß. Ich wünschte, Schorsch wäre so süß wie ein Babyschweinchen. Ich weiß was. Schorsch spielt unser Babyschweinchen. Er kann in meinen Puppenwagen. Das ist eine gute Idee. Nein. Schorsch möchte nicht das Baby sein. Schorsch, wenn du das Baby spielst, verspreche ich für immer und ewig, zu dir lieb zu sein. Schorsch denkt nach. Und du darfst mit meinen Sachen spielen. Schorsch denkt noch mehr nach. Und wenn wir zu Hause sind, darfst du auch mit meinen Sachen spielen. Schorsch ist einverstanden. Was für ein süßes kleines Babyschweinchen. Da sind Luzi Locke, Molly Mietze, Zoe Zebra und Luisa Löffel. Hallo. Was macht Schorsch denn im Puppenwagen? Das ist nicht Schorsch, das ist ein Babyschweinchen. Es ist wohl Schorsch. Schorsch spielt nur unser Babyschweinchen. Ah. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Er ist ein Mädchen. Nein. Schorsch möchte kein Mädchen sein. Na gut, es ist ein Junge. Ich habe hier Kekse. Möchte das Babyschweinchen auch einen? Oh nein, er darf keine Kekse. Schorsch liebt Kekse. Vielleicht bekommt er einen Keks. Oh, es ist ja so klug. Und noch so hübsch dazu. Und auch sehr lustig. Das beste Babyschweinchen überhaupt. Schorsch mag dieses Spiel. Da kommen die anderen mit Baby Alexander. Boah, ein richtig echtes Babyschweinchen. Ist das niedlich. Viel süßer als Schorsch. Oh je. Schorsch war gerne das Babyschweinchen. Oh, Schorsch, du bist doch immer mein Babyschweinchen. Sollen wir ein neues Spiel spielen? Wie wär's mit einer Dinosaurierjagd? Hilfe, wie schrecklich! Schorsch war gerne das Baby, aber am liebsten ist er Schorsch.